Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield Heroes auf dem Map Victory Village mit diesem, Töten-Modus, wo man töten muss und dann gewinnt. Und, was ich euch sagen wollte ist, ja, ich habe jetzt erstmal zwei Sniper-Gewehre mitgenommen, weil ich ganz entspannte Runde eigentlich jetzt nur hier spielen will, denn ich bin krank. Ja, aber das soll jetzt eigentlich nicht schon wieder eine Ausrede sein, dass ich keine Videos machen kann, sondern, indirekt eigentlich schon, ja, aber... Die Krankheit, die hindert mich ja jetzt nicht direkt. Also ich bin ja jetzt nun hier kein Krebsopfer, was die ganze Zeit... Oh nein, war das knapp, Mann! Was die ganze Zeit jetzt im Bett liegen muss oder so. Also ich kann eigentlich noch... Ja, es ist gefährlich, hier lang zu laufen. Überall Sniper. Ich kann eigentlich noch ganz schön entspannt hier zocken und mich mit euch unterhalten. Was bloß ein Problem wäre, dass vielleicht manchmal eklige Geräusche von mir kommen wie... oder... Sowas dürftet ihr erwarten. Und dann fühle ich mich ziemlich behindert, wenn ich so ein Affengeräusche mache. Ja, okay, gut, okay. Ich fühle mich auch sonst auch immer behindert. Also dürfte uns das eigentlich nicht beeinträchtigen. Schlecht. Schlecht. Dazu kommt eigentlich noch, dass ich auch eigentlich relativ gut in Übung bin. Gerade mit dem Sniper, weil ich mit dem heute auch die, 3 Stunden bestimmt... Oh nein, Nate Spam! 3 Stunden bestimmt gespielt habe. Weil ich muss Clips aufnehmen für die neue Montage, wie ihr wisst. Shit. Ich werde aber gleich sterben, weil ich gemarkt bin und die Gegner sind nur 8 und ich bin bloß... Ich bin fast allein hier. Nee. Ja, das war's jetzt, glaube ich. Oh, lol. Der ist Level 17. Nein! Yo. Ich hab keine Pistole dabei. Das Problem bei meiner Taktik ist ja jetzt, ich habe jetzt 2 Sniper-Gewehre dabei und möchte mich im Prinzip hinten halten. Hinter meiner, Front. Meine Front besteht auch bloß aus scheiß Snipern, die gleich am Anfang gestorben sind. Jetzt haben die ganze Scheiße gewonnen. Oh, das ist ja jetzt schon das dritte von, was die gewonnen haben. Okay, dann spielen wir jetzt noch eine Runde. Also nochmal eine komplette. So, bis einer 3 Siege hat. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck, ey. Ich muss sagen, eigentlich geht's mir ziemlich gut. Hätte ich nicht das Gefühl... dass irgendein Säugetier in meinem Hals steckt. Und ich höre mich, glaube ich, gerade ein bisschen anders an. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ja, meine Stimme hört sich so an, als ob ich die übelst zu Nase habe. Ich habe... Ich weiß nicht. Das ist eigentlich nicht so dolle. Bloß, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe irgendwas gefressen, was noch in meinem Hals steckt. Das ist... Oh, das ist so ekelhaft. So. So, jetzt versuchen wir mal zu gewinnen. Jetzt sind wir sogar einer mehr. Gut, das sieht jetzt machbar aus. Wir werden jetzt auch gleich mal am Anfang ein bisschen mehr in die Offensive gehen und die Gegner vernichten. Jo. Da hinten ist einer, da sind 2. Ich glaube, ich darf mich bloß nicht so weit vorne hinstellen. Nein, die haben Nate Spam. Okay, gut, ich habe jetzt einen Plan. Ich stell mich hier hinten hin. Und, ach, kacke, Mann, das sind zu viele. Okay, ey, komm, das lief nice. Nein! Oh nein! Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Ich muss euch sagen, ich spiele nicht... Also ich persönlich höre den Ton vom Spiel jetzt nicht, weil ich mein Headset um meinen Hals gehängt habe und mein Mikrofon ein bisschen weiter von meinem Mund weggemacht habe, weil ich immer so manchmal so ein bisschen husten muss und ich nicht will, dass er euch da ekelt, wenn ich hier so rumkränkle, so... Und deswegen habe ich jetzt keinen Ton auf den Ohren, habe gar nicht gemerkt, dass ich überhaupt angeschossen wurde. Das habe ich irgendwie jetzt gerade nicht so realisiert. Beziehungsweise nicht gesehen, wie viel Schaden ich wirklich bekommen habe. Aber ich glaube, das könnten wir jetzt gewinnen. Ja, doch. Das sieht jetzt einigermaßen machbar aus. Ah, jo. Ey. Ey, wenn die das jetzt noch verlieren, Alter. Wir haben einen Level 14er. Soldier. Der sehr defensiv spielt. Einen Gunner. Der eine richtige Zielscheibe für Sniper bildet. Der steht da oben. Na gut, okay, jetzt bewegt er sich. Ich würde niemals einfach so stehen bleiben, ohne mich zu bewegen. Und einen Level 30er Sniper, in dem ich eigentlich meine Hoffnung habe. Wisst ihr warum? Er hat so eine Augenbinde. Das ist cool. Das hat Stil. Und ich glaube, der hatte mich getötet. Er ist tot. Es lebt bei dir noch einer. Oh gut, der ist gerade irgendwo im Kampf.
Ja, okay, gut, er ist tot. Jo, wir haben gewonnen. Und wisst ihr, woran das lag? Natürlich an mir, weil ich am Anfang gleich hier 10 Leute weggeschossen habe. Batz, batz, batz. Oh, mein Hals kratzt. Ich trinke noch mal ein bisschen. Ich hoffe, ihr duldet das. Oh, ja, Mann. Das tut übelst gut. Tiris, Deri. Hä? Ist bestimmt irgendein Kumpel, den ich kenne, der sich umbenannt hat. Also ich könnte jetzt spontan nicht sagen, wer das ist. Ich glaube, wir machen nochmal ungefähr die gleiche Taktik hier. Nein, nein, nein. Ah, oh, dieser Bengel, nein. Wo ist er hin? Batz! Nice. Oh, shit. Mein Ziel war eben wirklich auch nur noch da hinten in diese Menge reinzuschießen. Ich wusste, da waren ein paar Sniper dabei. Oder beziehungsweise ein paar Soldier mit Pistols, die auch Schaden machen, die mich schon im Visier hatten. Und deswegen wollte ich eigentlich bloß einen Schuss abgeben und sofort hinter die Wand laufen. Okay, da hinten. Oh, shit. Der macht Damage. Und da ist ein Sniper. Und ich habe bloß wenig Leben. Okay, sieht jetzt aber schon wieder danach aus, dass wir das gewinnen. Jo, wieder einer weniger. Ich glaube, der Soldier lebt da immer noch, der hinter den Steinen verkämmt ist. Jo, dann machen wir das auch so. Jetzt kommt er raus. Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Es hat geleckt, okay, es hat geleckt. Und einfach sagen, ach, jetzt wird es riskant. Ich habe ja bloß Sniper-Gewehre, wenn jetzt hier... Bam. Wieder einer weg. Scheiße, jetzt haben wir wieder ein bisschen wenig Leben. Ah. Okay, nutzen wir doch mal das Ei. Okay, okay. 3 von denen leben noch und 4 von uns. Ah, läuft. Es leckt! Ja! Alter, wie er abgeht! Wenn ich ihn jetzt auch noch abstauben kann. Ja, wie geil! Nice! Nice! Ich habe gerade doch den Ultrascore. 9-1! Ja! Also mit 2 Sniper-Gewehren spielen hat er auch irgendwie schon was Kreatives. Also ich bin auf die Idee gekommen, mit 2 Sniper-Gewehren zu spielen, aus dem Grund, weil ich mache ja XD. Ich mache ja eine neue Montage und dann wollte ich immer mich in die Luft schießen und einen Schuss mit dem Sniper abgeben, wechseln und einen Schuss mit dem Sniper abgeben. So, dass da so ein bisschen was Trickshottigeres in meinem Airbundeshold ist. Da wollte ich mich mal dran probieren, aber dazu habe ich jetzt gerade nicht so den Nerv, weil ich habe vorhin ein bisschen probiert, aber hier dieser scheiß Fallschirm, der geht ja nie auf, ey. Das kotzt an. So, und jetzt ist es extrem gruselig und ich kriege schon wieder Kribbeln im Nacken, weil ich ja keine Gegner sehe. Wenn jetzt sie um der Ecke stehen und ich habe bloß meine Sniper-Gewehre. Okay, da hinten wieder. Ah, Mist, ich war... Nein! Ich war gerade voll auf meinem Wall-Sniper. Ich habe mit meinem Sniper geschossen, habe zur nächsten Waffe gewechselt und habe einfach los drauf losgeschossen. Weil bei meinem Wall-Sniper ist das die Harry-Sun-Kanone. Und dann hätte ich jetzt auf weite Entfernung, weil der Gegner-Sniper, dem hatte ich jetzt 77 gezogen mit einem Schuss, der hatte jetzt eigentlich bloß noch... Bloß noch bestimmt 3 Leben. Vielleicht, wenn er Elixier aktiviert hatte oder das ist schnell laufender, hätte er vielleicht noch das Schutzschild davon gehabt. Das hätte ich ja mit der Pistole vielleicht noch schnell runtergekriegt. Aber nein. Außerdem war ich sowieso zu schnell tot. Ich glaube, mein guter Score ist jetzt gerade der 10-2. Nein, ich bin eine Niete. Ganz schön den Bach runtergerutscht. Ich trinke noch mal was. Also, soll ich mal was sagen? Ich habe einen Kumpel, mit dem ich immer skype. An dieser Stelle schöne Grüße an Paul. Und der regt sich immer extrem auf, wenn ich trinke, weil der hört das immer. Ich weiß nicht, der hat sein Headset irgendwie so ein bisschen lauter oder so. Und dann hört er immer so ein übelst ekliges Schlucken. Ich gucke mir das Video jetzt auch nochmal an und gucke, ob ich jetzt persönlich das Schlucken höre. Und ob sich das wirklich so eklig anhört, wie er sagt. Sagt er immer, er trinkt nur schon wieder. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ist er bloß selber neidisch, weil er nichts zu trinken hat. Ja, das war's mal wieder mit einer entspannten Battlefield Heroes Runde. Und ja... Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wenn ich bestimmt wieder gesund bin, ich werde eigentlich schnell gesund. Bei eurem Fireflash Gamer. Ja, ciao.